Bei Sturm der Liebe ist die 19. Staffel in vollem Gange. Die ARD hat bereits einige Bilder veröffentlicht, die erahnen lassen, wie es in den nächsten Wochen in unserer Lieblingstelenovela weitergeht. So wird es zunächst einmal chaotisch. Helene bringt einige Sachen durcheinander, jedoch nicht freiwillig. Sie lässt Shirin im Café stehen und vergisst sogar, dass ihr Mann gestorben ist. Scheinbar entwickelt die Mutter von Gary und Max eine Demenz. Besonders tragisch ist das neben ihren Söhnen auch für André, der mit Helene gerade eine Beziehung beginnt. Wie er wohl damit umgeht? Weiter geht es bei Shirin, die noch immer mit ihrer Blindheit zu kämpfen hat. Ihr tut sich allerdings eine neue Möglichkeit auf. Eine Operation soll ihr helfen, ihr Augenlicht wieder zu erlangen. Trotz der Risiken stimmt sie dem Eingriff zu. Wird sie wieder sehen können oder geht die OP schief? Weiter geht es auch bei Valentina. Sie ist unglücklich in Michael verliebt. Allerdings könnte die Schwärmerei schon bald Geschichte sein. Bilder der ARD zeigen sie nämlich ziemlich vertraut mit Noah. Das könnte allerdings auch eine Strategie der Saalfeld-Tochter sein, um ihren Schwarm eifersüchtig zu machen. Wie es bei all den Figuren und dem Liebeswirrwarr am Fürstenhof weitergeht, erfahrt ihr immer montags bis freitags um 15:10 Uhr in der ARD.